Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zum Remake von Resident Evil 3. Wir haben eben erfahren, dass die Stadt wohl weggebombt werden soll. Wir wollen uns aufrüsten und dann da draußen mal aufräumen. Mein Aufrüsten besteht aus einem Erste-Hilfe-Spray. Herzlichen Glückwunsch. Ach, ich werfe so ungern Sachen weg. Deswegen packe ich die in die Truhe, wo sie bis in alle Ewigkeit vergammeln werden. So. Aufrüsten. Aufrüsten? Ich hätte gern Munition. Jill, ich hoffe, dir geht's bald wieder besser. Der guten Frau haben wir das Gegenmittel verabreicht. Ich versuche die Fensterrolle zu schließen. Je weniger Eingänge, desto besser. Wie machen wir das? Ich versuche das Sicherheitssystem vom Krankenhaus zu hacken. Halte mir so lange vom Leib. Müssen wir jetzt Wellen überleben? Jetzt fängt der Spaß. Zünder? Ist richtig, ja. Würdest du es bitte bleiben lassen? Wieso habe ich überhaupt die Möglichkeit zu klicken, wenn die mich sowieso immer erwischen? Wieso bin ich schon so stark verletzt? Wieso habe ich... Habe ich noch Granaten oder so? Nein. Ich habe halt niemals genug Munition für die alle. Ich hoffe, das geht auf Zeit und nicht auf tote Gegner. Warte mal. Der Zünder für die Verwendung mit C4-Sprengstoff. Oh, da liegt Munition rum. Okay. Dann können wir da vielleicht jetzt noch irgendwas mit anfangen. Und ich fange mal an, die Zombies hier zu töten. Ich hoffe nur, dass da so als stärkere Gegner jetzt nicht irgendwelche Hunter noch mit reinkommen, sondern dass es bei Zombies bleibt. Es werden aber... Ich wollte gerade sagen, es werden auch nicht mehr Zombies, aber... Scheiß machen die... Okay, die Leichen bleiben nicht liegen, das sagt mir eigentlich... dass es noch eine längere Aktion geben wird. Für den Notfall haben wir noch den Generator da vorne. Ja, da kommt der nächste rein. Ist er schon tot? Was für ein Schalter. Ah, da kommen noch mehr. Och nö. Lad doch nach. Okay. Die Gegner scheinen hier insgesamt ein bisschen schwächer zu sein. Schalter. Hier ist ein Schalter. Granaten, Munition. Granaten auf jeden Fall sehr, 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 sehr wichtig für Hunter, wenn da jetzt noch mehr kommt. Ja, Munition. Ich hoffe, ich kann dir da glauben. Was machst du hier? Ah!
Der lebt noch. Okay, und tschüss. Ja, ich rede gerade sehr wenig. Das weiß ich ganz genau. Halt, 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 mein Freund. Falsche Granate. Richtige Granate. Damit ist der Hunter tot. Mir geht langsam dann doch mal die Munition aus. Oh! Das ist eine coole Alternative zu einem Ausfallschritt. Okay, ich habe nur noch die 2 Schuss. Dann muss ich wohl zur Pistole wechseln. Okay, mit der habe ich noch ein bisschen was. Jetzt muss ich nur noch aufräumen. Okay, Zeit wohl geschafft. Jetzt nur noch die restlichen Zombies töten. Also diesen hier. Komm her, Kumpel. Da ist es wohl an der Zeit. Wird gemacht. Da liegt noch Munition, die will ich noch haben. Oh nein. Ich habe 30 Sekunden Zeit. Ich habe 30 Sekunden Zeit. Muss mich unbedingt nochmal heilen. Wo muss ich innerhalb von diesen 30 Sekunden hin? Da rein definitiv nicht. Unangenehm. Carlos, alles okay? Nicht wirklich, aber zumindest ist es vorbei. Ich komm zurück. Der Impfstoff wirkt. Gut. Gehst du da raus? Sicher. Was hast du denn vor? Die ganze Stadt wird bald hochgejagt. Komm schon, Mann. Sprech mit der Regierung. Sag ihnen, wir haben ein Mittel. Verschaff uns Zeit. So ein Teufelskerl. Ein Glück, dir geht's gut. Hab gute Nachrichten. Es ist vorbei. Die Stadt ist sicher. Schieß mich! Das ist der einzige Weg! Wo bin ich?
Einwohner. Der Raketenschlag gegen Raccoon City startet in wenigen Stunden. Die Sprengladung wird alle biologische Materie vernichten. Sie werden nicht überleben, wenn Sie in der Stadt bleiben. 1. Oktober. Evakuieren Sie jetzt. Ich wiederhole. Das kann nicht sein. Dies ist kein Test. Okay. Ja. Ich muss mich mal gerade mal sortieren. So. Soll ich den Granatwerfer mal mitnehmen? Meine Pistole ist leer. Den Dietrich werde ich definitiv brauchen. So, wenn ich den Granatwerfer mitnehme. Das nimmt alles so viel Platz weg. Aber ich habe halt auch so gut wie keine Munition mehr. So, ich mache das jetzt erstmal so. Vorerst. Dann nehme ich den mit. Und nehme die mit. Und nehme die mit. Und hoffe einfach mal, dass mir das reicht, für was auch immer ich mich da jetzt erwartet. Aber am 1. Oktober wird die Stadt weggesprengt. Wir haben jetzt den 1. Oktober. Also gilt's jetzt. Oh. Oh, die nehme ich aber doch sehr gerne. Hm, da lasse ich zumindest. Fuck it, das wird schon reichen. Das wird schon reichen, so. Ich bin fest davon überzeugt. Hey, Sonnenschein. Du hast mich gerettet. Einen Scheiß habe ich. Das war Carlos. Er hat dich hergetragen und selbst behandelt. Verrückter Kerl. Wo ist er? Wieder los. Bart hat Impfstoff im Keller, Hoffnungsschimmer für die Stadt. Er glaubt, er schafft das allein. Ich werde ihm nachgehen. Warte, hast du es nicht gehört? Die jagen die ganze Stadt in die Luft. Ich versuche jemanden zu erreichen, der in der Lage ist, das zu stoppen. Überlass ihm das. Er ist Profi. Ich auch. Okay, ich kann dich wohl nicht davon abbringen. Richtig. Die Lagerungsanlage ist tief unter diesem Krankenhaus. Hab den Kontakt zu Carlos verloren. Erwarte also Ärger. Ich erwarte immer Ärger. Hier ist eine Kiste. Die werde ich jetzt ganz sicher nicht mit dem bisschen Munition, das ich noch habe, öffnen. Deswegen nehme ich mal das Messer mit. Schön. So, jetzt muss ich nachdenken. Ja, ich muss halt hier lang. Oh, bin ich jetzt schon froh, dass ich das Messer mitgenommen habe. Der zuckt noch, also lebt er auch noch. Och nö, wieso denn bloß? Huch, da wollte ich gar nicht zweimal schießen. Ach, das sind alles Zombies, die Carlos übrig gelassen hat. Bei dem bin ich mir nicht so ganz sicher. Okay, wird schon passen. Dann öffnen wir jetzt mal ein paar geheime Türen. Und Schlösser und Kram. Geht's hier in den Keller? Sieht so aus. Deswegen hoffe ich, dass hier keine Hunter mehr unterwegs sind. Ja, ein Hunter könnte noch da sein. Wenn alles so ist, wie wir es mit Carlos hinterlassen haben, könnte noch ein Hunter da sein.
Aber ich will jetzt mal alle Schlösser knacken, die hier noch waren. Ja, mit Jill kann ich jetzt die gleichen Sachen nachgucken. So, was haben wir hier? Einfaches Schloss. Da hätte ich eben schon hingehen können. Das war, glaube ich, der Spind in der Ecke. So, und so arbeite ich mich jetzt einfach mal Stück für Stück vor, um alles zu öffnen. In der Hoffnung, eine ganze Menge Munition und Kram zu finden. Die Koffer, da sind immer was Gutes drin. Magnum-Munition. Für eine Magnum, die ich noch nicht habe, aber... Ah, die könnte da draußen... Die könnte da... Könnte die Magnum drinne sein. Vielleicht. Magnum sagt mir... Es geht Richtung... auf einen starken Bosskampf zu. Ah, die habe ich vorhin übersehen. Oder liegt es jetzt wieder da? Hier was Gegenmittel drin? Ist hier noch was? Ist mit Jill? Nein. So, da müsste der Raum jetzt auch grau sein. Dann hier in die Notaufnahme. Nein. Ich hoffe nur, dass ich dass ich dem Hunter großzügig in den Kopf schießen kann. Mit der Schrotflinte. Eins nach dem anderen. Ich brauche da drin Platz. Ich bin mir ziemlich sicher. Gott, sind hier viele. Mach mal die Tür auf. Die brauche ich als Rückendeckung. Okay, Schrotflinte ist die perfekte Waffe gegen die. Das finde ich super. Da brauche ich doch gar nicht mehr so viel Angst vor denen zu haben. Das einzige Problem ist... die Munition. Ich vermute ja auch, dass es komplett dumm ist, mich da jetzt so durchzukämpfen. Ich hätte mit Carlos mehr Schaden machen müssen. Für den Fall, dass ich jetzt nur noch Jill spiele und nicht mehr Carlos, wäre es besser gewesen, seine Munition zu verschwenden. Weil den interessiert es herzlich wenig. Granaten, okay, Granaten also. Hier ist nur der OP-Saal. War ich hier drin, ne? Ja klar, war ich hier drin. Oh mein Gott.
Dinge. Hier liegen Dinge rum. Okay, das sind mir aber Handgranaten erstmal lieber als Blendgranaten. Ja, und deswegen nehme ich mir lieber die mit. Was haben wir da? Betreff verlorene Gegenstände. An alle Mitarbeiter. Patienten berichten uns zunehmend von verloren gegangenen Gegenständen. Wenn sie etwas finden, von dem sie sich nicht sicher sind, wem es gehört, nehmen sie es mit, nicht mit nach Hause. Bitte legen sie in den Safe in der Schwesternstation. Stimmt, da war noch ein Safe. Die Kombination des Safes ist 9 im Uhrzeigersinn, 3 gegen den Uhrzeigersinn. Das reicht aber nicht, weil wir 3 Zahlen brauchen, oder? Naja, vielleicht reichen noch 2. Auf jeden Fall lohnt es sich jetzt wohl nochmal dahin zu gehen. Da ist noch ein Kraut. Mein Inventar ist voll. Ich muss an eine Kiste. Ich muss jetzt einfach Sachen sammeln. Ich muss eventuell für den finalen Kampf gewappnet sein. Will nicht nochmal so unvorbereitet in den Bosskampf reinkommen. So, und ansonsten müsste hier auch ganz gut aufgeräumt sein. Deswegen erwarte ich hier jetzt nicht mehr so viel Gegenwehr. Und das Ganze einsammeln würde mir aber auch nichts bringen, wenn ich jetzt einfach alles, was ich finde, wieder wegwerfe. Der chillt da am Rechner und fragt sich überhaupt nicht, was ich hier mache. Finde ich gut. So. Den Safe hätte ich vorhin mit Carlos schon öffnen können. Was wäre dann gewesen? Hätte ich dann jetzt mit Chill Pech gehabt? Pfeife mal auf das grüne Kraut. Nein, mache ich nicht. Ich habe ja noch rote Kräuter. Die ja dann keinen Platz mehr haben. Geht's zur Schwesternstation. Okay. Das war alles oben. Ja. Dann kriegen wir es auch schon ausgeschildert. Wahrscheinlich mit Zombie laufen sehen oder sah das nur so aus? Das sah wohl nur so aus. Dach und dann sind wir schon da, wo wir hinwollen. Geradeaus und dann rechts. Wäschekammer. Da haben wir einen Spind. Bitte einmal öffnen. Vielen Dank. Magnum-Munition. So. Hier ist noch ein einfaches Schloss und in der Schwesternstation war der Safe. Können wir den überhaupt noch aufmachen? War der vielleicht eigentlich, weil der nicht mehr angezeigt wird, war der vielleicht für Carlos gedacht? Er war für Carlos gedacht. Na toll. Krankenzimmer. Ist noch rot, hier müsste noch irgendwas drin sein. Sehr gut. Schrotflintenmunition. Gut, dass ich da nochmal reingegangen bin. So, Jill, du kommst ganz genau.
Hier liegt nichts mehr rum, aber ich kann da runter. Komm, lass da eine Magnum drin sein. Lass mich recht gehabt haben. Oh ja. Eine Lightning Hawk. Ist eigentlich ein Desert Eagle, aber sag's bitte keinem und ich hab keinen Platz im Inventar. Ich schmeiß das rote Kraut, das grüne Kraut weg. Ich benutze das grüne Kraut. So. Kopfschmerzen garantiert. Falscher Knopf. So. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Zur Kelleranlage gehen. Ach, das war hier. So, wie komme ich in den Empfang? Rechts rum geht nicht. Ah, ich muss jetzt einmal außen rum gehen. Hier durch, rechts und dann immer rechts halten. Aber hey! Wir haben eine Magnum. Und 8 Schuss dazu. Wie viel ist in der Waffe drin? 8 Schuss? Sie haben 16 Schuss mit der Magnum. Das heißt, wir haben mehr Magnum-Schuss als mit unseren anderen Waffen. Also, fast so ein bisschen. Da ist... Nein, 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 nein. Ich renne da jetzt einfach durch. Hier müsste ich sicher sein, hier dürfte eigentlich halt hinkommen können. Wäre sehr verwunderlich. So. Kurz umorientieren. Habe ich noch ein normales Schießpulver? Nein. Ich nehme auf jeden Fall die Magnum-Munition mit. Das kann weg ohne andere Sachen. Das will ich für Kisten haben. Nein, falscher Knopf. Naja, den einen Pistolenschuss kann ich opfern, um 7, 8, 10 Schuss dafür rauszukriegen. Damit habe ich 2 freie Plätze. Herzlichen Glückwunsch. So, gehen wir mal zur Kelleranlage. Da lang und dann rechts. Also doch wieder zum Hunter. Hier lang. Natürlich kriege ich jetzt Schießpulver. Ach, das Spiel will mich doch verarschen. Ich kann mir halt da draußen jetzt Schrotmunition machen, die ich dringend brauche. Deswegen gehe ich tatsächlich nochmal zurück. Es tut mir leid, aber es fühlt sich nach Ende an. Und Ende heißt Bosskampf und Bosskampf heißt Waffen und Munition. So. So, auf in den Keller. Was erwartet uns hier denn jetzt Schönes? Wir suchen Carlos und das Gegenmittel. Das muss der Weg nach unten sein. Das muss der Weg nach unten sein, da hast du absolut recht, Jill. Aber bevor wir da runterfahren,
jetzt hier nochmal eine kleine Unterbrechung geben. Und zwar sind wir am Ende mit dieser Folge und ich gehe davon aus, nächste Folge wird die letzte Folge. Habe ich so, fühlt sich so an, aktuell. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht zu viel Werbung, wenn ich vom Finale rede, aber seid dabei beim großen Finale, wenn es weitergeht mit Resident Evil. Ob wir nochmal Nemesis sehen, ich gehe stark davon aus. Ich gehe davon aus, wir werden Nemesis nochmal sehen und nochmal endgültig bekämpfen. Und wie dieser Kampf aussieht, ob er überhaupt kommt, seht ihr in der nächsten Folge. Resident Evil. Lasst gerne ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Verratet mir eure Meinung zu dem Spiel, zu der Folge in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich für die vielleicht vorletzte Folge von Resident Evil 3. Haut rein.